So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute wieder eine Runde Dune Imperium Rise of EX, also das eigentliche Spiel mit der Erweiterung Rise of EX. Habe ich mir vor einiger Zeit zugelegt, ist letzte Woche angekommen. Vorletzte Woche. Habe ich auch schon Videos zugemacht, könnt ihr euch gerne anschauen. Wir spielen nochmal eine Runde. Was ich jetzt anders gemacht habe als in den letzten Videos, die ich euch gezeigt habe dazu, ich habe jetzt ausschließlich Anführer aus der Erweiterung als Gegner genommen. Und das habe ich auch hier schon mal aufgebaut. Meine Rivalen werden sein Prinz Rombur Vernius. Den habe ich beim letzten Mal selber gespielt. Seine Siegelringfähigkeit ist hier relevant. Er kauft sich Techblättchen oder schickt jemanden in die Verhandlungen. Dann haben wir als weiteren Rivalen den Graf Unro Moritani. Seine Siegelringfähigkeit, er gibt ein Spice aus, um den Frachter zu bewegen. Und ich habe mir jetzt, das sind übrigens die einzigen beiden Anführer aus der Erweiterung, die auch als Rivalen im Solospiel zugelassen sind. Das steht in der Anleitung so. Die anderen kann man nicht im Solospiel als Rivalen benutzen. Ich habe mir aus der Erweiterung die Tessia Vernius ausgesucht. Die hat solche Schnüfflerplättchen. Die seht ihr hier an allen vier Fraktionen auf der jeweils zweiten Position. Die geben mir, wenn ich diesen Einfluss erreiche, separate Boni, die von oben nach unten hier abgedeckt und dann mit eingeholt werden können. Das schauen wir uns dann im Detail an, wenn es soweit ist. Und der Siegelring sagt, gib irgendwo einen Einfluss ab und bekomme dann einen Einfluss bei einer Fraktion, bei der du ein Schnüfflerplättchen hast. Dann schauen wir mal, ob wir das nutzen können. Ich habe die Farbe Gelb mir ausgesucht und habe drei Truppen im Start. Jeder von uns beginnt mit einem Wasser und das Solospiel beginne ich als in der Anfängerversion mit zusätzlich einem Solari und einem Spice. Fünf Karten habe ich gezogen, aber Startspieler ist rot in diesem Falle, der links von mir sitzende Rivale. Und er beginnt mit Spice ernten. Das kann er nicht, weil nirgendwo Spice liegt. Wir müssen aber noch den Konflikt aufdecken, um den es geht. Das vergesse ich gerne. Es geht um einen beliebigen Einfluss und ein Spice oder zwei Spice. Das kann er nicht, also sucht er sich ein anderes Feld. Das ist in diesem Fall der Destillanzug. Bekommt hier Einfluss bei den Fremen. Grün ist dran. Halt. Er bekommt keine Truppen, also kann er auch keine, und er kann auch keine nachsetzen, weil er nichts in der Garnison hat. Grün ist dran. Grün geht nach Arakeen, bekommt einen Trupp, den er auch einsetzt. Und seinen Siegelring. Aber er hat keinen Spice, kann also den Frachter nicht bewegen. Dann bin ich dran. Schauen wir mal, was wir haben. Tja. Hier in der Auslage liegen relativ günstige Karten. Duncan Idaho ist mit Feder der teuerste. Ich werde mal irgendwo erstmal anfangen, wo ich Geld bekomme. Ich kann zum Imperator gehen. Ich brauche hier irgendwann noch meinen Schwertmeister oder das Schlachtschiff, was ich mir kaufen möchte. Der Einfluss ist schon nicht schlecht. Eigentlich bräuchte ich ein Kampffeld. Ich habe ja Truppen, die ich einsetzen kann. Ich kann auch zu den Fremen gehen und mir richtig viele Truppen holen. Ich glaube, das mache ich mal. Ich werde mal hier zu den zähen Kriegern gehen, das Wasser abgeben. Dann geben die mir zwei Truppen. Die setze ich auch in den Konflikt ein. Und ich kann auch nachsetzen in den Konflikt. Grün ist jetzt bei 2. Ich wäre jetzt bei 4. Ich setze auch noch mal zwei Truppen nach. Dann bin ich bei 8. Das Problem ist ja, dass am Schluss auch noch Schwerter gezogen werden und hier können durchaus auch mal 4, 5 Schwerter liegen. Schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Okay, habe ich gemacht. Einfluss kriege ich aber hier noch bei den Fremen. Die Karte muss raus. Dann ist jetzt wieder Rot dran. In die selektive Züchtung und bekommt nur einen Einfluss. Okay. Dann geht es weiter mit Grün. Nach Arakeen, da ist aber besetzt.
Destillanzug ist auch besetzt. Selektive Züchtung ist besetzt. Mal hier. Spice ernten kann er nicht. Schlachtschiff. Das ist natürlich bitter, dass er so früh jetzt schon sein Schlachtschiff bekommt. Das kriegt er aber in die Garnison. Und er kauft sich ein Tech-Plättchen. Er kann sich aber gar keines kaufen. Er hat nämlich keinen Spice. Okay. Dann bin ich wieder dran. Und ich muss mir mal überlegen, wenn ich so etwas wie Duncan Idaho mir kaufen möchte, dann brauche ich 4 Einfluss. Ich bekomme sogar 5 zusammen, wenn ich das richtig sehe. Denn ich kann jetzt nur noch spielen Dune, der Wüstenplanet. Im Konflikt muss ich aber nichts mehr tun, glaube ich. Denn ich bin jetzt Letzter. Das heißt, ich kann mir ganz in Ruhe hier im Schmuggel einmal den Frachter nach oben setzen und einen Solari beschaffen. Und damit können die alle nicht mehr spielen. Die Agenten sind alle ausgespielt. Ich habe jetzt meinen Aufdeckzug, decke 5 auf, hole mir Duncan Idaho. Wird sofort nachgelegt. Und ich hole mir die Missionaria Protectiva für einen. Das passt. Oh, ein Wurmreiter. Sehr gut. Okay. Schwerter habe ich keine. Mit dem Startspieler beginnt, werden aber weitere Schwerter gezogen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Rot ist nicht drin, grün ist drin. So, das ist für grün die Karte. Rot hat keine Karte gezogen, ist ja nicht im Konflikt. Passt. Alles klar, damit habe ich den Konflikt gewonnen. Ich bekomme einen beliebigen Einfluss. Erstmal geht der hier, nein, er bekommt 2 Spice. Fangen wir von unten an. Ich bekomme einen 1 Spice. Die Truppen gehen alle weg. Und ich bekomme einen beliebigen Einfluss. Jetzt nehmen wir uns direkt den hier, bei den Fremen. Heißt, erstens, ich kann den Ziel Stabre besuchen. Zweitens, ich kriege jetzt den Siegpunkt. Drittens, ich bekomme das Plättchen. Da ich jetzt aber keine Karte abwerfen kann, bekomme ich wohl auch nicht das Spice. Oder machen wir das anders? Dann warten wir damit, glaube ich, noch. Das hole ich mir mal in einem regulären Zug, wenn ich noch Karten auf der Hand habe. Ich hole mir den Einfluss woanders. Ich hole mir den Einfluss beim Imperator. Mal schauen, ob das was bringt. Okay, die Karten kommen zurück. Dann kommen aber erst die Sandwürmer und hinterlassen Bonus-Spice. Und dann gehen alle Agenten zurück in ihre Heimat. So, ich ziehe 5 Karten nach. Runden beginnen. Neuer Konflikt. Startspieler geht runter. Und jetzt wird spannend. 2 Frachtschiffaktionen und ein Trupp. Das ist natürlich ein interessanter Konflikt. Ihr seht das an dem Symbol unten rechts in der Ecke. Zwei kleine Kreise sind das, glaube ich. Da lässt sich daran identifizieren, sowohl bei den Anführern als auch bei den Konfliktkarten, als auch bei den Intrigenkarten, als auch bei den Imperiumskarten. Da lässt sich überall identifizieren, dass das Karten aus der Erweiterung sind. Bei den Techplättchen, bei dem Aufdeck-Clan ist das ohnehin klar. Okay, grün ist dran. Karthag bekommt einen Trupp, ist ein Kampffeld, setzt nach, ist damit schon bei 5 im Konflikt. Jetzt müssen wir was tun. Was brauchen wir im Konflikt? Wir brauchen am besten noch auch selbst das Schlachtschiff. Dafür habe ich nicht genug Solari. Wenn ich mir beim Imperator die Solari hole, aber ich habe nur 2 Agenten, das heißt, ich kriege den Konflikt nicht gewonnen.
bekomme auch nicht genug Spice, um mir dann den Highlighter im zweiten Zug zu verschaffen. Ich fürchte, ich werde diesen Konflikt nicht gewinnen können. Aber wir schauen. Da vorne sind Tech-Plättchen, da schaue ich gerade, was die so bringen. Okay. Tja. Ich denke, ich gehe weiter auf die Solari, um mir schnell meinen dritten Agenten zu holen. Ich fürchte, den Konflikt muss ich sausen lassen. Blöde Geschichte. Oder setze ich mich zumindest rein, um das Wasser und die Intrigenkarte zu kriegen? Ich spiele mal die Diplomatie. Und gehe mit meinem Agenten zu... Schwierig. Destillanzug. Destillanzug? Destillanzug. Wir versuchen das mal. Also hier gibt es ein Wasser. Hier gibt es einen Einfluss. Ich bekomme einen Siegpunkt. Gucken wir gleich nochmal dazu. Siegpunkt. Ich kann zwei Truppen nachsetzen. Ich setze den mal rein. Und was haben wir noch? Das hier, das Schnüfflerplättchen, ermöglicht mir eine Karte abzuwerfen. Ich werfe mal den Dolch ab. Für den bekomme ich dann ein Spice. Dann wird das abgedeckt. Und das war es dann erstmal. Dann ist Rot wieder dran. Rot geht in die Tech-Verhandlung. Kauft sich für einen Spice-Rabatt ein Tech-Plättchen. Das könnte dieses kostenlos sein, aber das darf er nicht kaufen. Das hat kein Haus-Hagal-Symbol. Ansonsten müsste er drei Spice haben, hat er nicht. Aber er kann einen Trupp in die Verhandlungen entsenden, um dann später den Rabatt zu nutzen. Okay, dann ist Grün dran. Oh, Grün geht auf den Highliner, bekommt dort einen Einfluss bei der Raumgilde und bekommt tatsächlich noch drei Truppen und die gehen auch alle in den Konflikt. Das ist natürlich heftig. Das werde ich natürlich nicht gewinnen. Aber er verballert hier eine Menge Pulver. Bleibt mir nur, den zweiten Platz zu kassieren. Was können wir denn noch Schönes tun? Ich hole mir mit dem Siegelring beim Schmuggelfeld einen Solari und eine Frachteraktion. Und damit habe ich schon mal drei Solari, um mir beim nächsten Mal hoffentlich das Schlachtschiff holen zu können. Und meine Siegelringfähigkeit sagt mir, gib einen Einfluss auf, um woanders einen Einfluss zu gewinnen, wo du ein Schnüfflerplättchen hast. Das mache ich hier und hier. Und ich möchte bei der Raumgilde zwei Einfluss bekommen, um mir dieses Feld freizuschalten. Die interstellare Fracht. Ja. So. Dann ist Rot nochmal dran. Auf die Verschwörung. Bekommt einen Einfluss beim Imperator und zwei Truppen in die Garnison. Okay. Es gibt keine weiteren Zugmöglichkeiten mehr. Wir decken auf. Ich bekomme ein Schwert und ich bekomme eine Überzeugung. Das bringt mir gar nichts. Dafür kann ich mir nichts kaufen.
Aber Grün bekommt noch zwei Schwerter, gewinnt den Konflikt. Ich bekomme als Zweiter eine Intrigenkarte. Eine Finalintrigenkarte. Die müssen wir uns aufbewahren. Was brauchen wir denn? Zwei Schlachtschiffe. Ein oder mehr, das Spice muss fließen, Karten. Das heißt, ich muss auch mal neun Überzeugungen irgendwann ausgeben. Je vier Einfluss auf mindestens zwei Leisten und den Sitz im Hohen Rat. Dann bekomme ich noch, falls ich drei davon erfülle, einen Siegpunkt und falls ich alle vier habe, zwei Siegpunkte. Boah, da können wir noch hinsparen. Okay, gut, dass wir die Karte so früh bekommen. Da können wir wenigstens Zeit zu reagieren. Das ist eine der Schwächen des Spiels, dass manche Intrigenkarten sehr spät im Spiel praktisch keine Einflussmöglichkeiten mehr bieten. Oder eben auch, das ist ja eigentlich eine verdeckte Karte, die mir lange Zeit verdeckt zugänglich jetzt ist. Ein menschlicher Spieler würde das, oder auch die Rivalen kriegen es natürlich nicht mit. Und ganz am Schluss kann ich einfach nochmal zwei Siegpunkte oben drauf toppen und damit das Spiel auch kippen. Wir schauen, ob das überhaupt gelingt. Okay, das Wasser habe ich mir genommen. Und jetzt haben wir den Konflikt für den Sieger. Der bekommt einen Trupp in die Garnison und zwei Frachtaktionen. Die gehen bis hier. Diese Truppen gehen verloren. Die auch. Und sein Schlachtschiff geht jetzt auf die Kontrolle eines beliebigen Feldes. Allerdings hat er da eine Reihenfolge. Er möchte entweder, also wenn es geht, dass die Kontrolle eines Gegners überdecken, das geht jetzt nicht, dann hat er die Auswahl zwischen allen dreien und da ist sein bevorzugter Platz, das imperiale Becken. Okay, damit ist der Konflikt entschieden. Jetzt kommt wieder Bonus-Spice auf die drei Wüstenfelder. Und damit kommt dann der Rückruf aller Agenten. Eins, zwei, drei, vier, fünf Karten für mich. Neue Konfliktkarte. Der Mentat, eine Intrigenkarte und zwei Solari. Der Mentat ist ja dann ein zusätzlicher Agent, den bekäme ich dann kostenfrei. Okay, ich weiß, dass ich gerne ein Schlachtschiff hätte, das ich mir dann auch in den Konflikt nehmen kann. Ich beginne. Ich könnte mir auch ein Tech-Plättchen kaufen, allerdings kosten die derzeit alle vier Spice und ich habe nur drei. Und das eine, die Artillerie, die könnte mir allerdings auch helfen. Vielleicht nicht in diesem Konflikt, aber in einem späteren. Gut, dann schauen wir mal. Als erstes holen wir uns das Schlachtschiff, bevor das uns einer wegschnappt hier. Kaufe ich mir für drei Solari. Das Schlachtschiff. Das kommt in meine Garnison. Und ich kann mir ein Tech-Plättchen kaufen. Da gibt es nur eins, was ich bezahlen kann. Das ist die Artillerie. Die ermöglicht mir für in jedem Aufdeckzug, für jede Karte, die ich aufdecke und die mir Schwerter gibt, noch jeweils ein weiteres Schwert. Sehr sinnvoll, hilfreich. Mini-Mick-Film, okay. Damit habe ich die Karte gespielt. Dann ist jetzt Rot dran. Arakeen. Bekommt einen Trupp in den Konflikt und kann zwei nachziehen, macht es auch und setzt seinen Siegelring ein. Er kann immer noch kein Plättchen direkt kaufen. Von denen, die er kaufen kann, müsste er drei Spice haben, kann er sich nicht leisten. Aber er kann einen weiteren Trupp in den Verhandlungen schicken. So, dann ist Grün dran. Spice ernten. Jo. In der Summe setzt er sich nach hier, bekommt 5 Spice. Jetzt hat er 7. Im Grundspiel wäre das sofort ein Siegpunkt, den er eintauschen würde. Bei Rise of EX ist es so, dass er das
Spice aufbewahrt, um sich Tech-Plättchen zu bezahlen. Und erst wenn die Konfliktkarten die Stufe 3 erreicht haben, setzt er dann auch das Spice für Siegpunkte ein. Okay, hat er gemacht. Er ist auf einem Kampffeld und setzt Truppen in den Konflikt. Er wäre bei 6, er wäre bei 2. Okay. Wenn ich jetzt zu den zähen Kriegern gehe, bekomme ich 2 Truppen und kann das Schlachtschiff nachziehen in den Konflikt. Dann wäre ich bei 7. Das werde ich wahrscheinlich nicht gewinnen. Schauen wir mal. Wir machen das aber. Ich gehe zu den Fremen, zum Zählkrieger, zahle ein Wasser, kriege hier einen Einfluss, bekomme 2 Truppen in den Konflikt, bin damit auf 4, setze das Schlachtschiff nach, sind 7. Jo. Okay. Naja, wenigstens habe ich gute Karten, dass ich Zweiter werde und damit noch die 2 Solari abgreifen kann. Rot ist dran. Karthag bekommt einen Trupp in den Konflikt, ist damit schon bei 8. Grün ist dran. Faltraum bekommt hier einen Einfluss und damit einen Siegpunkt. Ja. Dann mache ich jetzt meinen Aufdeckzug. Das sind 4 Einfluss, die ich hier habe, 4 Überzeugung. Und für 4 habe ich jetzt mehrere gute Möglichkeiten. Das Fremenlager ist ganz gut, das kostet mich natürlich immer wieder Spice, aber gibt mir auch immer wieder beim Aufdeckzug, wenn ich es in der Hand habe, 2 Überzeugung und ein Schwert. Das ist schon sehr sinnvoll. Ich glaube, das nehme ich. Dann direkt aufgedeckt, nachgezogen. Und eben habe ich es vergessen in der Runde, ich muss nach dem Aufdeckzug würfeln und kann dann im Markt frei rotieren, je nachdem, was die Würfel sagen. Zeige ich euch gleich. So, das ist übrigens eine Regel, die mit Rise of X jetzt ganz offiziell auch niedergeschrieben ist. Am Ende der Aufdeckzüge einmal würfeln und dann werden die Karten Nummer 3 und 5 ausgetauscht gegen neue. Wenn eine 6 gewürfelt wird oder ein Pasch, dann wird eben nur eine ausgetauscht. So, das war mein Aufdeckzug. Jetzt kommt der Konflikt. Der Konflikt sagt, Rot muss noch Schwerter nachziehen. 1, 2, 3, 4, 5 sind dann 13. Grün zieht noch Schwerter nach. Keine. Das hilft jetzt überhaupt nicht. Rot gewinnt den Konflikt. Alles klar. Wir fangen von unten an. Der dritte Platz wird nicht vergeben. Ich bekomme 2 Solari und eine Intrigenkarte. Fangen wir von unten an? Nein, wir fangen von oben an, die Intrigenkarte. Diese hier geht an den Gegner, genau wie der Mentat und 2 Solari. Das geht alles an Rot. Und die Truppen gehen zurück. Die 2 Solari habe ich mir genommen, aber die Intrigenkarte fehlt mir noch. Eine Komplottkarte gegen 1 Solari kann ich eine beliebige Karte entsorgen. Okay, nicht so schlecht. Lass die mal offen liegen, dass ich sie nicht übersehe. Die Truppen gehen verloren. Der geht zurück in die Garnison. Und das war dieses. Jetzt kommt wieder Bonus-Spice. Und da der Kampf vorbei ist, kommt sein Schlachtschiff auch wieder zurück in die Garnison am Ende der Runde. Das hat ihm, dem grünen Spieler in diesem Falle, nicht geholfen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Neuer Konflikt. Ein beliebiger Einfluss und 2 Intrigenkarten. Oha. Und wir müssen natürlich rotieren. Die Karte Nummer 2 wird entsorgt. Und die Karte Nummer
4 wird entsorgt. Es kommen starke Karten nach, die aber auch teuer sind. Ich denke, ich werde mich mal darum bemühen, in den Hohen Rat zu kommen, um auch mehr Überzeugung nachhaltig zu kassieren. Schauen wir mal, was wir machen können. Aber der Startspielermarker wandert weiter. Rot beginnt, hat jetzt 3 Agenten, wir anderen beiden nur 2. Rot beginnt im Faltraum, bekommt hier einen Einfluss, will also noch nichts vom Konflikt wissen. Grün geht Spice ernten, das meiste Bonus-Spice, in der Summe bekommt er hier 4 Spice. Dann legen wir einen mit dazu, nein, es sind sogar 5, er bekommt einfach 5. Behält er den und hat den. Ja, das war grün. Das heißt, er darf sein Frachtschiff nachsetzen und ist jetzt auf 3. Sein Schlachtschiff. So, Frachtschiff nicht. Okay. Ich bin dran. Ich habe nur 2 Solari, kann mir also noch nicht das zweite Schlachtschiff kaufen, kann mir aber mit meinem Siegelring was ganz Spezielles machen, und zwar werde ich erstmal hierher gehen zum Schmuggel, bekomme ein Solari und kann das Frachtschiff entweder einen vorsetzen oder zurückholen. Ich hole es zurück. Ich bekomme 2 Truppen in den Konflikt. Nicht in den Konflikt, es ist kein Kampffeld. In die Garnison und einen beliebigen Einfluss. Das wird er hier sein. Damit bekomme ich den Siegpunkt und das Schnüfflerplättchen. Und ich bekomme den Bonus der Einflussleiste dieses Plättchens. Das ist der Bonus, den ich jetzt hier kassiere. Und das sind 3 Solari. Okay, und dann habe ich diesen Bonus kassiert. Dann habe ich hier noch eine Möglichkeit, Bonus zu kassieren. Und hier entscheide ich mich tatsächlich für die 5 Solari und damit bekommen aber auch meine Rivalen jeder einen Solari als Dividende. Und damit ist mein Frachtschiff wieder zurück. Und jetzt kann ich noch den Siegelring einsetzen. Der Siegelring sagt, gib einen Einfluss auf, um woanders einen zu bekommen. Und das werde ich bei den Fremen aufgeben, um bei dem Bene Gesserit den Einfluss zu bekommen. Jo. Das hat mich jetzt zwar im Konflikt nicht weitergebracht, aber ich habe jetzt ausreichend Solari für meinen Schwertmeister. Den kann ich mir direkt gleich holen. Jawohl, ich habe den Dolch, da geht das. Das heißt, ich kann mich schon mit 3 Agenten ausstatten, noch bevor jetzt auch gleich die Rivalen mit 3 Agenten losmarschieren. Aber wir schauen mal, wie es weiter sich entwickelt. Rot ist dran. Ja. Schlachtschiff. Bekommt ein Schlachtschiff und will ein Tech-Plättchen kaufen. Kann er jetzt immer noch nicht. Nee. Weil die Plättchen kosten alle noch 4. Er kann nur 2 Rabatt ziehen, hat aber keine 2 Spice. Das funktioniert nicht für ihn. Dann ist Grün dran. Grün hat 2 Einfluss bei der Raumgilde, kann also jetzt auf die interstellare Fracht und hat 2 Frachteraktionen. Und er geht immer nur bis zur 2. Ebene, das heißt, er zieht jetzt hier die 2 Truppen in die Garnison. Einen beliebigen Einfluss da, wo er am wenigsten hat, das sind praktisch alle anderen außer der Raumgilde. Wir fangen mal,
Ist völlig wurscht. Wir fangen hier mal bei den Fremen an. Hier wählt er immer das Geld. Heißt aber auch, sowohl ich als auch der andere Rivale bekommen einen Solari. Das war seine erste Frachtaktion und seine zweite wird sein, den Frachter wieder hochzusetzen. Jawohl. Aber auch er ist nur mit 3 im Konflikt. Na, vielleicht können wir den Konflikt ja doch noch gewinnen. Ja, schaffen wir vielleicht. Ich werde erstmal mit dem Dolch hierher gehen und mir den dritten Agenten kaufen. Dafür muss ich 1,8 Solari bezahlen. Und kann mir immer gleich noch das zweite Schlachtschiff holen. In der nächsten Runde oder so. Okay. Das war das. Mehr geht nicht. Dann ist Rot wieder dran. Rot hat nämlich noch den Mentaten. Geht auf die Geheimnisse und bekommt hier einen Einfluss. Dann ist er schon bei 2 und kriegt noch den Siegpunkt. Okay. Jetzt habe ich aber auch meinen dritten Agenten. Und jetzt können wir ich habe jetzt nur noch 2 Möglichkeiten, entweder blau, also städtische Gebiete oder bewohnte Gebiete auf Arrakis, oder gelb, das wäre jetzt nur noch die Wüste. In beiden Fällen kann ich Truppen nachziehen. Und ich glaube, ich setze hier hin, bekomme 4 Spice, gebe noch einen auf und habe dann einen 5er. Kann jetzt aber 2 Einheiten nachziehen in den Konflikt. Das heißt, ich gehe hier hin auf 5 und bewahre mir noch 2 Schwerter für den Aufdeckzug. Wenn ich jetzt einen nee, das war's. Das war ja gelb. Dune, der Wüstenplanet. Passt. So. Damit sind unsere Agenten alle gesetzt. Rot kann nicht mehr setzen. Ich mache erstmal meinen normalen Aufdeckzug, bevor wir den Konflikt entscheiden. Ich habe 2 Überzeugungen und ich bekomme ein Wasser. 2 Schwerter plus Artillerie sind also 3 Schwerter. 1, 2, 3. Und 2 Überzeugungen. Dafür kann ich mir tatsächlich nichts kaufen. Gut, ist dann so. Schauen wir mal. Dann ist nämlich jetzt auch grün dran und muss noch Schwerter nachziehen. Bekommt keine. Damit gewinne ich tatsächlich diesen Konflikt. Sehr schön. Wir fangen oben an. Ich bekomme einen beliebigen Einfluss. Eigentlich muss ich diesen hier nehmen bei den Bene Gesserit. Das gibt mir den Siegpunkt. Dann bekomme ich das Schnüfflerplättchen und das lege ich hier auf das Feld und da steht, erhalte einen Einfluss auf der Einflussleiste dieses Plättchens. Das heißt, ich bekomme hier noch einen Einfluss. Dann bekomme ich 2 Intrigenkarten. Da sind Kampfintrigenkarten mit Schwertern, auch sehr nützlich. Und dann, ihr seht die gerade noch so, aber die bringe ich dann ins Spiel, wenn ich den Konflikt gewinnen muss, den ich gewinne. Das war das. Mein Rivale bekommt eine Intrigenkarte, spielt keine Rolle, welche das ist, und ein Spice. Der hortet hier Spice, das ist ja unglaublich. Sein Schlachtschiff geht zurück in die Garnison, mein Trupp geht verloren, mein Schlachtschiff kann jetzt einen beliebigen Punkt kontrollieren. Ich werde mal nach Arrakeen gehen, oder nein, ich gehe ins imperiale Becken. Dann bekomme ich Spice-Bonus. Mal gucken, ob das noch was bringt. Ich werde nach Arrakeen gehen. Das ist mal meine Hoffnung, dass da jemand hingeht und ich noch Solari abgreifen kann. So, dann
haben wir das gemacht. Dann gibt es Sandwürmer, den gibt es nur noch hier, weil die anderen Felder besetzt waren. Und dann kommen die Agenten alle zurück. So, dann ist der Mentat wieder zu Hause. Und den bekomme ich ja zurück. Die kommen zurück. Das ist auf der Ablage. Eine Karte ziehe ich nach und dann muss ich mischen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Neuer Konflikt. Grün ist Startspieler. Und jetzt bekommen auch beide ihren dritten Agenten, den ich ja schon habe und auch schon einmal eingesetzt habe. Das ist für mich ganz gut gelaufen, dass ich einen dritten Agenten sozusagen Vorsprung hatte. Okay, grün ist Startspieler. Wir gucken, was wir tun können. Interstellare Fracht, weil er hat Einfluss genug. Zwei Frachteraktionen. Das heißt auch hier wieder, er geht einen hoch und sammelt dann alle Boni ein. Zwei Truppen in die Garnison. Fünf Solari. Holla die Waldfee. Wir bekommen aber jeder auch noch einen. Gucken wir gleich nochmal. Da müssen wir nämlich jetzt einen Siegpunkt eintauschen. Und er bekommt noch einen Einfluss, da wo er am wenigsten hat. Das hat er hier. So. Ich habe gesagt, wir müssen eintauschen. Sieben Solari gehen gegen einen Siegpunkt. Das Spice bewahrt er sich aber auf. 2, 4, 5 sind hier. 2, 4 Solari noch da. Und damit hat er seine zwei Frachtaktionen gemacht. Eine hoch und wieder alles einsammeln. Jawohl, dann bin ich dran. Ich müsste mir jetzt mein zweites Schlachtschiff holen. Das machen wir mal, bevor uns den Platz ein anderer wegnimmt. Dann bekomme ich das zweite Schlachtschiff in meine Garnison und ich kann mir ein Tech-Plättchen kaufen. Und jetzt kann ich tatsächlich zuschlagen. Hier gibt es nämlich ganz interessante Sachen. Spionagesatelliten. Ich will aber, jetzt habe ich ein bisschen Konflikt. Hier kann ich für 3 Spice, wenn ich das entsorge, es kostet mich 4 Spice und dann nochmal 3, also in der Summe 7, beziehungsweise ich kann es noch eine Weile behalten und dann entsorgen, dann kriege ich einen Siegpunkt. Und hier mit der großen Verschwörung bekäme ich noch 2 Siegpunkte, macht in der Summe 3. Wenn ich die behalte, diese Karte, und diese Karte ebenfalls ja noch habe, dann widersprechen die sich ein bisschen, denn ich muss hier 4 oder mehr Einfluss auf 2 Einflussleisten haben, um eine Chance auf die 2 Siegpunkte zu haben. Und gleichzeitig bekomme ich hier noch Siegpunkte für jede Fraktion, bei der ich ein oder weniger Einfluss habe. Das will ich aber gar nicht. Ich will nicht mehr mit den Einflüssen zurück. Was haben wir denn hier? Hier bekomme ich sofort 2 Intrigenkarten und hier gewinne ich Gleichstände im Finale. Das könnte auch interessant werden. Oder, was mir auch hilft, wenn ich nur 2 Spice ausgebe, aber dauerhaft im Aufdeckzug einfach nur eine Überzeugung mehr habe, denn ich soll ja auch für die große Verschwörung mindestens eine Spice muss fließen Karte für 9 kaufen. Darauf gehen wir mal. Das heißt, ich gebe 2 Spice aus. Und habe mir dieses Dechblättchen gekauft. Gut. Das war mein erster Agent in dieser Runde. Hier muss aber neu aufgedeckt werden. Und dann ist jetzt Rot dran. Interstellare Fracht ist besetzt. Er geht zur Verschwörung zum Imperator.
bekommt erstens zwei Truppen in seiner Garnison und zweitens hier einen Einfluss, das ihm einen Siegpunkt gibt. Dann müssen wir das Automa-Deck neu mischen. Und Grün ist dran. Grün will Spice ernten. Das meiste Bonus-Spice gibt es hier. Da bekommt er 4 Stück. Einen dazugeben sind 5. Da hat er schon wieder 2 Siegpunkte liegen, wenn die Konfliktkarten gleich auf Level 3 gehen. Und er kann 2 Einheiten in den Konflikt ziehen. Das sind die beiden. Okay, dann könnten wir jetzt hingehen und Duncan Idaho spielen und bekämen ordentlich Truppen, auch für den Konflikt. Er ist bei 5, das können wir locker schaffen. Die Frage ist, wollen wir das? 3 Spice für ihn. Oder 2 Spice für ihn. Das macht keinen ganz großen Unterschied. Er hat hier sowieso 2 Siegpunkte liegen. 14, 3 übrig. Tja. Eigentlich dürfen wir ihm das Spice nicht lassen. Wir spielen mal den Duncan Idaho. Gehen mit dem Agenten auf den Siege Tabre. Bekommen ein Wasser. Und einen Trupp in den Konflikt und können bis zu 2 Truppen nachziehen. Damit sind wir 2 vor auf 7. Und Duncan Idaho sagt, wenn ich ein Wasser ausgebe, kriege ich noch einen Trupp. Ich bin auf einem Kampffeld, kann ihn einsetzen, bin auf 9 und kann auch eine Karte nachziehen. Sehr gut, die gibt mir Überzeugung. Jawohl. Das war der Zug. Das passt. Dann ist Rot wieder dran. Geht nach Arakeen. Haben wir alles richtig gemacht. Er bekommt einen Trupp und setzt auch 2 nach. Und setzt seinen Siegelring ein. Jetzt gucken wir nochmal. Haus Hagal kann alle 3 Plättchen kaufen. Er hat kein Spice, kann sich also maximal durch die hier 2 leisten und das funktioniert immer noch nicht, weil die alle zu teuer sind. Wir haben echt im Moment Glück, dass er nicht an so viele Tech-Plättchen kommt, wie er Siegelringfähigkeiten gezogen hat. Aber ich bekomme noch einen Solari, was mir hilft für die Solari, die ich brauche, um noch in den Hohen Rat zu kommen. Das muss ich ja tun, um das hier erfüllen zu können. Das war's für Rot. Grün ist wieder dran. Karthag bekommt einen Trupp in den Konflikt und kann 2 nachziehen. Das sind nochmal 6. Dann geht er auf 11. Uha. Und ich habe keine Möglichkeit mehr, dem Konflikt noch etwas dabei zu legen. Ich kann nachher noch die 2 Schwerter einsetzen mit der Artillerie, wären das sogar nicht nur 4, sondern 6. Dann käme ich auf 15. Das wäre eine Chance. Die werde ich gleich einsetzen müssen, um den Konflikt zu gewinnen. Wobei dann die Frage ist, verschieße ich mein Pulver? Wir schauen mal. Aber ich habe jetzt nur noch die Möglichkeiten, mit gelben Feldern in die Wüste zu gehen. Da hole ich mir hier vielleicht 2 Spice. Oder ich werde oben den Frachter einsetzen. Ich glaube, das tue ich.
Die schmuggeln einmal Frachteraktion und ein Solari. Und dann ist Rot nochmal dran. Falltraum, ein Einfluss, ein Siegpunkt. Und damit sind wir durch. Ich kann meinen Aufdeckzug machen. Ich habe 1, 2, 4, 6 Überzeugung und kann mir damit interessante Karten holen. Zum Beispiel die Wurmreiter, die mir beim Aufdecken, beim Einsetzen beim Agentenzug 2 Spice geben oder beim Aufdeckzug Schwerter, je nach meinem Einfluss. Das klingt nach einer starken Karte. Was haben wir hier noch? Verrat. Gibt mir Zugang zu den Fraktionen. Erhalte 2 Einfluss statt einem. Entsorge diese Karte. Da bekomme ich einmal ordentlichen Einfluss. Und beim Aufdeckzug, wenn ich sie mal nicht spiele, kriege ich 2 Truppen, die ich in den Konflikt nachziehen kann. Puh. Auch nicht schlecht. Ich nehme mal die Verratkarte. So. Das war mein Aufdeckzug. Schwerter habe ich keine. Dann gucken wir mal jetzt mit dem Startspieler beginnend. Er ist grün, zieht Schwerter, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tja, wenn ich jetzt diese Schwerter einsetze, bringt mir das 6 Schwerter und ich kann maximal auf 15 kommen, den Konflikt gleichziehen. Er bekommt die Intrigenkarte nicht. Wir bekommen jeder nur 2 Spice. Mir helfen sie ihm nicht ganz so viel. Er ist ohnehin schon mit sehr viel Spice gesegnet. 2 Spice helfen mir bei den teureren Tech-Plättchen oder auch hier beim Highliner-Feld. Ja, ich werde das mal tun. Ich werde die Schwerter mit dazusetzen, auf 15 gleichziehen. Und es muss noch Rot ziehen. Ein Schwert, das ist nicht mehr entscheidend. Rot ist raus, geht zurück. Niemand gewinnt den Konflikt, das heißt, wir bekommen jeder 2 Spice. Oh ne, keine 5er mehr da. 2 Spice. Und damit gehen unsere Truppen in den Vorrat. Und unsere Schlachtschiffe zurück in Garnison, weil es hat ja keiner den Konflikt gewonnen. Ich bekomme auch nicht die 2 Solari. Halt! Ich habe was übersehen. Jeder Gegner zieht sein Schlachtschiff zurück. Das heißt, ich gewinne den Konflikt doch. Weil ja jeder von denen ein Schlachtschiff zurückziehen musste mit dem Aufdecken dieser Intrigenkarte. Damit gewinne ich dann zusätzlich noch die 2 Solari. Ich habe ihm 2 Spice gegeben. Mir auch. Das heißt, ich muss jetzt aber noch einen Spice, ein weiteres, und eine Intrigenkarte ziehen. Ja. Rasche Mobilisierung. Setze beliebig viele Truppen aus deiner Garnison im Konflikt ein. Okay. Sehr mächtige Karte. Einfach mal was nachziehen. Die sind aber weg. Und jetzt kann ich doch wieder mit einem Schiff, das andere kam aus der Kontrolle zurück, kann ich wieder was kontrollieren. Das mache ich hier beim Imperialen Becken. Habe ich den Konflikt doch gewonnen. Sehr gut. Und ich habe genug Solari für den Hohen Rat. Und Spice habe ich. Mir fehlen nur Siegpunkte. Na gut, okay. Kampf ist entschieden. Dann kommen die Sandwürmer. Und jetzt wird es spannend. Jetzt kommen die letzten Konflikt 2 Karten. Da können jetzt auch Siegpunkte schon drin sein.
Damit rechne ich fest. Holen wir die Agenten zurück. Ups. Ich bin Startspieler. Es gibt einen neuen Konflikt. Oh, nur 6 Solari. Aber aufgepasst, in beiden Fällen, wenn die Rivalen gewinnen, selbst wenn sie nur 4 gewinnen, können sie daraus einen Siegpunkt generieren. Puh. So, schauen wir mal. Und ich kann hier noch einmal würfeln. Eine 6 passiert nichts, aber die 4 wird ausgetauscht. Okay. Ich bin Startspieler, haben wir gesagt. Ich brauche Einfluss. Ich brauche Einfluss. Ich habe natürlich keine Karte, die mir zu den Fraktionen Zugang gibt. Also ich kann in den Hohen Rat gehen gleich, das werde ich auch tun, aber bevor ich das tue, das machen ja meine Rivalen nicht, das wird mir niemand das Feld wegnehmen, muss ich dafür sorgen, dass mir niemand anderes das Frachterfeld wegnimmt, da werde ich nämlich jetzt hingehen, imperiale Fracht, interstellare Fracht, ja, das heißt, ich werde 2 Frachtaktionen bis hier hin und gleich zurücknehmen, mache ich gleich, Moment, das machen wir als erstes. Ich bekomme 2 Truppen in die Garnison, bekomme einen beliebigen Einfluss, den nehme ich hier beim Imperator, da muss ich mal langsam vorwärts kommen. Ich weiß, ich könnte hier noch den Siegpunkt holen, aber habe ich noch ein bisschen Luft, da bin ich wenigstens vor. Nehmen wir mal den Imperator. Dann hole ich mir hier 2 Spice. Oder brauche ich das Geld? Nein, das Geld brauche ich eigentlich nicht, denn die 5 Solari für den Hohen Rat habe ich. 2, 3, 4, 5. Wechseln wir mal kurz. Die 2 Spice habe ich mir geholt. Und das war die erste Aktion. Nein, das war die zweite Aktion. Genau. Und hier kann ich jetzt aber noch 2 Spice abgeben, um mir 3 Truppen zu holen. Ab damit in die Garnison. Das Fremenlager aufbauen. Sehr gut. Damit halte ich mir die Option offen, da im Konflikt was zu tun oder eben für den nächsten Konflikt schon fertig zu sein. Wir schauen. Rot ist dran. Selektive Züchtung. Hier einen Einfluss. Grün ist dran. Araken. Bekommt einen Trupp. Setzt den auch ein und zieht 2 Truppen nach. Ist ein Kampffeld und setzt den Siegelring ein. Und Siegelring heißt 1 Beiß abgeben. Ist für ihn eine Leichtigkeit. Und eine Frachtaktion. Okay. Er ist jetzt schon mit 7 Kampfstärke im Konflikt drin. Ich denke, ich gehe jetzt erstmal in den Hohen Rat. Will den Konflikt. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ich habe noch Möglichkeiten, Felder zu besetzen. Ich gehe in den Hohen Rat, bezahle die 5 und bekomme dauerhaft 2 Einfluss, 2 Überzeugungen mehr. Und hier steckt noch einer, das sind also schon 3. Das macht es mir einfacher, teurere Karten zu kaufen.
Gut. Dann kommt jetzt Rot. Der Destillanzug ist noch frei und bekommt hier einen Einfluss und einen Siegpunkt. Grün. Selektive Züchtung ist besetzt. Spice ernten tut er jetzt hier. Bekommt 3 Spice. Einen und 2 extra. Oh Gott, ja, von wegen, das Spice muss fließen, er sammelt das alles hier. Okay, es ist aber ein Kampffeld, er könnte nachziehen, kann er nicht, weil er nichts mehr in der Garnison hat. Er bleibt bei seinen 7, hat aber noch einen Agenten, genau wie Rot. Und ich bin mit meinem dritten Agenten dran. Blau, grün oder gelb? Wenn ich jetzt grün... Ich schau mal, ich werde einen Trupp vielleicht in den Konflikt setzen, um wenigstens der zweite zu sein. Aber viel Wert lege ich auf den Konflikt nicht. Kann ich den Siegelring einsetzen? Nee, möchte ich eigentlich nicht. Oder doch? Ich setze den Siegelring ein. Ja, zeige ich euch, was mir da gerade aufgefallen ist. Wohin gehe ich? Ich gehe auf den Ziel Stabre. Bekomme ein Wasser und einen Trupp. Den setze ich auch in den Konflikt ein. Aber ich lege es jetzt nicht darauf an, den Konflikt zu gewinnen. Ich will einfach nur ein bisschen Solari abgreifen. Mal schauen, was Rot gleich noch macht. Und jetzt setze ich meinen Siegelring ein. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und zwar kann ich das tun, wenn ich bei dem Bene Gesserit einen aufgebe, einen Einfluss, und bei dem Imperator nehme, bekomme ich erstens den Siegpunkt, zweitens bekomme ich diesen Schnüffler zurück, das ist mein letztes Schnüfflerplättchen, und hier steht drauf, erhalte den Bonus, das ist nämlich auch der einzige Bonus, den ich noch nehmen kann, erhalte den Bonus der Einflussleiste dieses Plättchens, das sind 2 Truppen in die Garnison, und einen Einfluss auf dieser Leiste. Das heißt, ich bekomme hier tatsächlich noch einen Einfluss. Jetzt habe ich mit der Aufgabe eines Einfluss 2 gewonnen. Und ich will ja eigentlich bei allen 4 Leisten jeweils 4 Einfluss oder mehr haben. Aber ich habe den Bonus schon mal kassiert. Das ist schon mal nicht schlecht. 2, 4, 6, 7 Truppen sind 14 und 3. Also hier habe ich richtig was, 17 kann ich noch in den Kampf reinwerfen. Werden wir nicht tun, nicht für diesen Konflikt. So, Rot ist aber noch dran, setzt aufs Schlachtschiff, bekommt sein zweites Schlachtschiff und kauft ein Techblättchen. Wir haben immer noch das gleiche Problem, er kann es sich nicht leisten. Rot hat also auch mit Schlachtschiffen echt Probleme. Trotzdem hat er relativ gut Punkte gemacht. Okay. Grün ist dran. Faltraum oder interstellare Fracht. Er hat 2 oder mehr Einfluss bei der Raumgilde, will auf die interstellare Fracht, da ist besetzt, dann wird neu gezogen. Geheimnisse. Dann setzt er hier und bekommt den Siegpunkt. So. Jetzt sind wir alle durch. Machen unsere Aufdeckzüge. Ich habe 2, ich habe 3, mit den beiden zusammen habe ich 5 Überzeugungen. 5 Überzeugungen. Ich habe ein paar Fremenkarten, da könnten mir die Feldaikin helfen. Ich will aber nicht zwingend eine Karte entsorgen müssen jedes Mal. Oder das Grissmesser. Das Grissmesser ist auch nicht schlecht. Das kaufe ich mir erstmal für 3.
habe ich noch zwei übrig. Die kann ich aber jetzt nicht mehr ausgeben. Okay, das war's. Schwerter habe ich keine zusätzlichen. Und ich möchte auch nicht, die Intrigenkarte aufgeben, alles Mögliche hier nachzusetzen, um den Konflikt doch noch zu gewinnen. Deswegen decke ich keine weiteren Schwerter auf. Rot hat nichts im Konflikt. Grün deckt nochmal Schwerter nach, hat keine weiteren. Gewinnt den Konflikt. Bekommt jetzt 6 Solari. Die bekommt es aber nicht. Er gibt einen zurück, hat damit 7 ausgegeben, um damit noch einen Siegpunkt zu bekommen für Grün. Zieht damit gleich. Die Truppen gehen zurück. Er möchte kontrollieren. Da ich jetzt mein Schlachtschiff zurückbekomme, kontrolliert er das imperiale Becken. Der Trupp geht verloren von mir. Ich bekomme aber wenigstens noch 4 Solari. Mit dem einen sind das wieder 5. Und habe meine Garnison voll für den nächsten Konflikt vorbereitet. Es kommen die Sandwürmer. Dann rotieren wir die Auslage. 2 und 4. 2 und 4 gehen weg. 2 und 4 werden ersetzt. Okay. Dann zurückrufen alle Agenten. Jetzt frage ich mich, schauen wir nochmal, 2 Schlachtschiffe habe ich. 4 oder mehr Einfluss, ne, ein oder mehr Spice muss fließen Karte brauche ich noch. Sitz im Hohen Rat habe ich. Je 4 oder mehr Einfluss auf 2 Einflussleisten, auf 2 Leisten. Ich kann beim Imperator hoch und dann muss ich noch auf einer weiteren Leiste hoch, um das zu erfüllen. Ist möglich. Schauen wir. Kommt alles in die Ablage. Einen nachziehen. Der Startspielermarker wandert wieder zu Rot. Und jetzt haben wir ein Problem mit Grün. 1, 2, 3, 4, 5. Denn, ihr seht das vielleicht, wir haben jetzt eine Konflikt-3-Karte, die wir jetzt aufdecken. Und die ist auch schon richtig wertvoll. Da geht es um 2 Siegpunkte. Aber erstmal kann jetzt Rot 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Spice tatsächlich vollständig ausgeben, um sich 3 Siegpunkte zu kaufen. Nein, nicht Rot, Grün. Was rede ich? 1, 2, 3 Siegpunkte kauft der Junge sich. Hat dafür jetzt aber kein Spice mehr. Und Rot hätte die ganzen Spice gebraucht, um sich die Teppichflächen zu kaufen, die er hier verloren hat ständig. Okay. Rot ist Startspieler. Es geht los. Er hat genug Einfluss, also geht er auf die interstellare Fracht. Und hat 2 Frachtaktionen. Das erste Mal für ihn, glaube ich. Grün ist dran. Will auf die interstellare Fracht. Könnte er, ist aber besetzt. Neue Karte. Verschwörung. Bekommt Grün einen Einfluss und 2 Truppen in die Garnison. Jetzt bin ich dran. Wir schauen, was wir haben. Aha. Wir können ordentlich was machen im Konflikt. Bevor wir das tun, könnten wir aber tatsächlich noch mal beim Imperator die Allianz holen und uns noch 2 Truppen in die Garnison holen. Diplomatie, wir gehen zum Imperator,
bekommen noch zwei Solari, bekommen den Einfluss, damit die Allianz, das gibt uns einen Siegpunkt und wir bekommen zwei Truppen in die Garnison, vollgestopft, bereit für die große Schlacht. Und ich habe immer noch die Intrigenkarte, die mir erlaubt, beliebig viele Truppen und Einheiten hier einzusetzen. So, dann ist Rot dran. Verschwörung, da ist aber besetzt. Spice ernten. Meistens Bonus-Spice gibt es hier. Er kriegt 3. Aber Grün hat die Kontrolle mit dem Schlachtschiff, bekommt auch nochmal einen. Jetzt ist Grün dran, will auch Spice ernten, das tut er hier, bekommt 4. Geben wir den einen wieder zurück. Hat er schon wieder 5. Okay. Beide setzen Truppen nach, weil es ja Kampffelder sind, das habe ich gerade übersehen. Das heißt, Rot ist mit 6, Grün ist mit 4 drin. Ich muss also was tun. Ich habe eigentlich von allem genug. Ich könnte jetzt alle möglichen Sachen zubomben. Jo, schauen wir mal. Da werden wir. Da werden wir jetzt ein Kampffeld besuchen müssen. Blau geht nicht, wir müssen Gelb nehmen. Es gibt nur noch ein gelbes Kampffeld, was ich besuchen kann. Das ist dieses hier. Dann machen wir das auch. Und zwar machen wir das mit dem Fremenlager. Wir gehen ans Hagerbecken, holen uns 2 Spice. Bonus Spice liegt keines. Die 2 Spice geben wir aus. Um 3 Truppen. Das sind unsere letzten 3. Wir sind jetzt vollständig bestückt. Alles im Einsatz. Habe ich auch noch nicht erlebt, so eine Situation. Und jetzt können wir 2 Einheiten nachziehen. Das machen wir zunächst einmal. Gehen hiermit auch auf 6. Und warten mal ab, was meine Gegner machen. Im schlimmsten Fall habe ich noch die Intrigenkarte. Denn insbesondere Grün darf nicht gewinnen, wird aber auch nicht gewinnen. Das denke ich nicht, dass wir das zulassen werden. Denn sonst ist er so nah an den Siegen dran. Das wäre nicht sehr... Nee, das möchten wir nicht. Okay, dann geht es weiter mit... Habe ich was vergessen? Nein, sieht gut aus. Rot will wieder Spice ernten, kann er nicht. Rot will wieder Tech-Verhandlungen. Jetzt hat er aber Spice. Er kauft sich mit einem Rabatt ein Tech-Plättchen. Er kauft sich das teuerste, was er sich leisten kann. Das sind diese beiden hier. Mit 4 und mit einem Rabatt wären das 3. Und nochmal 2 Rabatt setzt er ein. Das heißt, er zahlt nur 1 Spice und kauft sich das. Die beiden teuersten, das oberste nimmt er in diesem Falle, sagen die Regeln. Das gucken wir uns gleich an. Wir müssen hier nochmal aufdecken. Im Finale gewinnt er Gleichstände. Und er bekommt jetzt 2 Intrigenkarten. Uha, das wollten wir auch nicht, weil 2 Intrigenkarten heißt, er hat 3. Das macht für ihn noch einen Siegpunkt. Okay. Und im Finale gewinnt er Gleichstände. Das heißt, ich muss auf jeden Fall vor ihm liegen. Ich darf nicht neben ihm liegen. Gut, dann sind wir mit Rot durch. Jawohl, dann ist Grün dran. Schlachtschiff. Ach, er hat schon 2 Schlachtschiffe, steht hier drauf. Decke eine neue Karte auf, wenn er die schon hat. Ne, er hat noch keine 2. Er kriegt das jetzt, das 2. Schlachtschiff und ein Tech-Plättchen. Auch hier, er kauft sich das teuerste, das er sich leisten kann. Er hat 5 Spice, gibt die aus. Für 4 Spice,
für dieses Plättchen. Und das Plättchen sagt, Spionagesatelliten, 3 Spies entsorge dieses Plättchen für den Siegpunkt oder im Finale für jede Fraktion, bei der ein oder weniger Einfluss hat, einen Siegpunkt. Da muss ich mal nachschlagen. In den Regeln gibt es dazu vielleicht Anmerkungen. Spionagesatelliten. Falls ein Rivale in seinem Zug 3 Spies besitzt, wird er sie bezahlen, um dieses Plättchen für einen Siegpunkt zu entsorgen. Jawohl. Also, wenn er es, sobald er wieder 3 Spies hat, wird er das entsorgen. Schauen wir mal. Das war grün. Jawohl. Ich bin dran mit meinem letzten Agenten. Was machen wir mit dem ganzen Zeug? 2, 3, 4, 5. Tja, was habe ich für Optionen? Grün, eine Mentaten, nochmal eine Karte nachziehen. 2 Solari habe ich, ist nicht das Problem. Ansonsten sind alle anderen grünen Felder für mich wertlos. Und gelb ist nur noch der Schmuggel möglich. Der bringt mir einen Solari, den ich nicht brauche. Den Frachter nur ein Feld vor. Ich werde mal den Dolch spielen. Werde zum Mentaten gehen, zahle die 2 Solari, hole mir den Mentaten und ziehe noch eine Karte. Nochmal grün. Super. Das ist wenigstens was für den Aufdeckzug. Also doch gleich schmuggeln. Na gut. Wir schauen. Rot kann nicht weiter. Grün hat. Ich bin dran mit dem Mentaten, also muss ich doch schmuggeln. Krieg noch ein Solari. Und das hier. Und damit haben wir jetzt meinen Aufdeckzug. Ich bekomme ein Schwert, mit der Artillerie noch ein zweites. Ich hoffe, das reicht. Nein, wir werden noch Folgendes tun. Ich kann mir das nicht erlauben, jetzt, dass er hier 5 Schwerter zieht oder 6. Nehmen wir mal an, es wären 6, dann wäre er auf 12. Dafür brauche ich noch 2 Truppen, um mindestens auf 12. Ich setze die hier ein. Setze ich die ein? Nein, ich setze die nicht ein. Ich bewahre die auf. Also die 2 Schwerter reichen. Ich hoffe, das reicht. Denn jetzt muss mit dem Startspieler beginnend. Ach nee, Startspieler beginnend. Ja. Zack. 2, 4, 6 Schwerter. Und wir sind im Kampf. Ich kann die gar nicht einsetzen, die Karte. Ich hätte mich vorher entscheiden müssen. Okay, dann verliere ich den. Und das geht an Rot. Okay, Grün ist dran. 3. Na, immerhin. Und ich habe keine weiteren Schwerter. Tja. Kein wirklich guter Zug. Schlacht um Arakeen ist entschieden. 2 Siegpunkte für Rot. Und die Kontrolle von Arakeen für Rot. Und er hat mit den Schlachtschiffen gewonnen. Das heißt, er geht zum imperialen Becken, denn da kommt Grün her. Grün ist Dritter geworden, bekommt gar nichts. Und ich darf 2 wählen. Intrigenkarten, 2 Spies, 3 Solari. Ich wähle eine Intrigenkarte. Oh, nochmal 4 Schwerter für einen Aufdeckzug, für einen Kampf, so rum. Das ist nicht schlecht. Und dann wähle ich entweder 2 Spies oder 3 Solari. Wofür brauche ich die Solari jetzt noch? Eigentlich gar nicht. Also wähle ich die 2 Spies. Denn die kann ich benutzen, um Techplättchen zu kaufen oder den Highliner zu bezahlen.
Das muss ich auch mal irgendwann tun. So, hatte ich noch Überzeugung in meinem Aufdeckzug, das habe ich verpennt. 2, 3, 5. 5 Überzeugung. Dann nehme ich den festen Griff. So, und dann haben wir die 3 wird nochmal ausgetauscht. Das war's. Jo, das kann ich nicht nachkaufen, weil ich ja mit dem die Kaufaktion schon beendet war und erst danach das Rotieren stattfand. Gut, nicht gut. Ich hänge hinten mit 2 Siegpunkten, aber Bonus-Buys kommt keines. Wir müssen zurückrufen. Und dann schauen wir mal, was weiter passiert. Rot hat die Kontrolle in Arakeen und mit dem Schlachtschiff im imperialen Becken. Die bekomme ich beide wieder. Puh, das war natürlich heftig. Neuer Konflikt. 2 beliebige Einfluss und eine Intrigenkarte. Will ich haben. Wir schauen mal. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich kann wieder nur bei den Fremen was machen. Okay. Aber ein grünes Startspieler. Und legt los mit Karthag. Eine Truppe in den Konflikt, 2 Einheiten nach, dann ist er schon bei 8. Ich glaube, also ich brauche die 2 Einfluss, weil ich die verteilen muss, um meine große Verschwörung zu gewinnen hier. Ich glaube, ich werde mal die Aufklärung spielen. Warum werde ich sie spielen? Weil ich damit hierher gehen kann, mit 2 Wasser, die ich bezahlen kann, und einfach 3 Karten nachziehen kann. 1, 2, 3. Und damit bekommen wir ziemlich interessante Möglichkeiten. Und gleichzeitig ist das ein Kampffeld, das heißt, ich kann erstmal 2 Einheiten nachziehen und schon mal in den Konflikt mich einkaufen. Okay. Dann ist Rot dran. Zählkrieger bekommt einen Einfluss bei den Fremen und 2 Truppen in den Konflikt und zieht auch 2 Einheiten nach. 2, 4, 6 auf 9. Okay, dann ist Grün wieder dran. Karthag ist besetzt. Faltraum bekommt da einen Einfluss. Hier müssen wir mischen. Und dann geht es weiter bei mir. Ich denke jetzt gerade an an das Chris-Messer, an die imperiale Fracht und um den Bonus zu kassieren, interstellare Fracht heißt es nicht, imperiale Fracht, um den Bonus zu kassieren, um mir wieder einen Einfluss zu holen. Aber die 2 Truppen bringen mir nichts, weil ich habe ja schon alle Truppen im Einsatz. Das bringt mir also wenig. Machen wir vielleicht doch etwas später. Außerdem hilft mir das im Aufdeckzug.
Dann ist Tjo. Warum nicht? Warum nicht einfach den Verrat spielen, zu den Fremen gehen und ein Wasser bekommen, zwei Truppen nachsetzen können, machen wir, und erhalte zwei Einfluss statt einem, entsorge diese Karte. 1, 2. Damit bekomme ich wieder hier diesen Einfluss und die Allianz und einen Siegpunkt. Und jetzt muss ich die Karte entsorgen. Ist dann so. Und das heißt, wir stehen im Konflikt vorne, haben aber jetzt schon mit zwei Schlachtschiffen auf zwei Einflussleisten 4 oder mehr Einfluss und im Sitz und im Hohen Rat 3 Bedingungen erfüllt, haben also im Finale auf jeden Fall schon mal einen Siegpunkt sicher, einen zusätzlichen. Gut, dann war das meine zweite Karte. Dann ist jetzt Rot dran. Will Spice ernten, kann er nicht, weil kein Bonus-Spice ausliegt. Geht also zur Verschwörung, zum Imperator, bekommt dort einen Einfluss und 2 Truppen in die Garnison. Dann ist Grün dran. Faltraum ist schon besetzt, da war er schon. Selektive Züchtung und bekommt dort einen Einfluss bei den Bene Gesserit. Und dann bin ich wieder dran mit meinem dritten Agenten. Ich will jetzt nirgendwo meinen Siegelring einsetzen, denn ich habe keinen Einfluss mehr bei Schnüfflerplättchenplatten, den ich mir nehmen kann. Mein Siegelring ist praktisch jetzt wertlos. Nichtsdestotrotz kriege ich da natürlich immer noch die Möglichkeiten, Truppen einzusetzen und so weiter. Ich spiele mal Duncan Idaho und gehe nach Initiiert Stabre, bekomme wieder ein Wasser, einen Trupp, den ich nicht mehr habe im Vorrat, aber ich kann noch 2 nachsetzen. Das mache ich mal. Gehe auf 14. Und jetzt gebe ich aber auch ein Wasser aus, um noch einen Trupp zu bekommen und eine Karte nachzuziehen. Darauf will ich es eigentlich absehen. So, was war das für eine? Ah, das war der feste Griff. Das ist sehr gut für meinen Aufdeckzug. Da bekomme ich nämlich nochmal 4 Überzeugungen extra. Das heißt, ich kann mir wahrscheinlich jetzt eine Spice muss fließen Karte kaufen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, dadurch, dass ich jetzt so viele Karten nachziehen konnte, habe ich jetzt den Vorteil, dass ich gleich relativ viel Überzeugung habe. Gut, dann hat aber noch Rot seinen letzten Agenten. Spice ernten kann er nicht. Arakeen kann er hin, bekommt einen Trupp in den Konflikt und setzt 2 nach. Sind 6 dazu für Rot, sind 15. Bekommt aber auch den Solari, weil er ja die Kontrolle hat. Ups. 2, 4, 6. Okay. Und setzt seinen Siegelring ein. Und er kauft sich das teuerste Plättchen, was er sich kaufen kann. Und das ist dieses hier, die Windfallen. Wenn du einen Konflikt gewinnst, ein Wasser. Die 2 Spice zahlt er. Ein 5er Tech-Plättchen. Du darfst Karten, die du erwirbst, oben auf dein Deck legen. Es ist sehr spät jetzt. Schauen wir mal.
Gut, damit ist Grün dran. Grün hat keine Agenten mehr. Ich mache meinen Aufdeckzug. Mein Aufdeckzug sagt jetzt eine ganze Menge. Mit dem hier bekomme ich zwei Schwerter, weil ich habe ein Schwert und plus die Artillerie, sind auf jeden Fall schon mal die zwei. Wenn ich den Fremenbund habe, den habe ich nicht. Ich habe keine weitere Fremenkarte im Spiel. Sonst bekäme ich noch einen Einfluss bei den Fremen. Habe ich nicht. Na gut, das ist meine erste Karte vom Aufdeckzug. Und dann habe ich jetzt eine ganze Menge. Hier habe ich drei Überzeugungen liegen. Dann habe ich die Allianz beim Imperator. Das sind vier, macht in der Summe sieben. Dann habe ich 9, 10, 11, 12 Überzeugungen mit meinem Aufdeckzug. Für 12 Überzeugungen kaufe ich mir. Ich habe keine weitere Fremenkarte im. Nein. Für 12 Überzeugungen kaufe ich mir einmal eine Speis muss fließen Karte, die mir beim Erwerb schon einen Siegpunkt gibt. Und das sind 9, dann habe ich immer noch 3. Also eine Raumfahrtkarte ist natürlich auch nicht schlecht. Nee, ich werde mal den Hinterhalt in der Wüste kaufen. Denn hier kann ich gegnerische Einheiten zum Rückzug zwingen. Das könnte jetzt in folgenden Konflikten auch entscheidend sein. So, dann sind das die drei, die ich noch übrig hatte. Das war mein Aufdeckzug. Meine Schwerter habe ich aufgedeckt. Ich habe aber noch eine Kampfintrigenkarte. Mal schauen, was die anderen machen. Es geht jetzt los mit Grün ist im Konflikt, hat 1, 2, 3, 4 Schwerter. 1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ich setze diese Intrigenkarte ein. 4. 1, 2, 3, 4. Bin ich auf 20. Dann ist die weg. Und jetzt ist Rot dran und zieht nochmal Intrigenkarte 2 Schwerter. Jawohl. Damit gewinne ich den Konflikt. Immerhin. Wir schauen, was das alles bringt. Eins nach dem anderen. Grün ist der letzte, fliegt raus. Die kommen zurück, die gehen zurück. Ich bin der Erste, bekomme zwei beliebigen Einfluss. Und das kann ich ja in Anführungszeichen halten wie ein Dachdecker. Erstmal bekomme ich eine Intrigenkarte. Auch sehr gut für einen Kampf. Und dann bekomme ich zwei Einfluss. Und die bringen mir jetzt nur noch was bei den Bene Gesserit oder bei der Raumgilde. Und ich denke, ich nehme erstmal die Bene Gesserit Einfluss. Und damit bekomme ich noch eine Intrigenkarte. Bekomme hier den Allianz, kriege hier noch einen Siegpunkt. Und dann kommt der zweite Preis, das ist nämlich Rot, seine Intrigenkarte und drei Spice. Hat also den Konflikt nicht gewonnen, das kommt zurück. Die Truppen gehen verloren, er kommt zurück. Meine Truppen gehen verloren, meine zwei Schlachtschiffe aber in die Garnison, beziehungsweise nur eines davon, das andere geht auf Kontrolle. Und ich möchte, ja, Ressourcen, das Problem habe ich glaube ich nicht, aber trotzdem kontrolliere ich jetzt einfach mal Araken. Jetzt kommen die Sandwürmer. Dann habe ich vergessen nochmal zu würfeln. 1 und 5. 1 und 5 werden ausgetauscht gegen den Mordanschlag und die Kopfgeldjäger. Das sind jetzt zwei sehr günstige Karten, die bringen auch nicht so viel. Okay. Dann schauen wir mal, was wir haben.
Rückruf. 1, 2, 3 Agenten für Gelb. 1, 2, 3 Agenten für Grün. Und 1, 2, 3 Agenten für Rot. Und neuer Konflikt. Und jetzt wird es spannend. Theoretisch kann ich das Spielende einleiten, wenn ich den Konflikt gewinnen sollte. Ob ich dann das Spiel gewinne, ist eine ganz andere Frage. Schauen, wie es läuft. So, ich bin aber Startspieler, was mir einen kleinen Vorteil verschafft. Und was ich auch habe, ist die kalkulierte Anwerbung. Ich kann mir einfach den Mentaten nehmen. Das mache ich direkt als erstes. Ich gebe ein Spice aus und habe jetzt einfach mal 4 Agenten. Okay, wir brauchen noch Einfluss bei der Raumgilde. Und wir können natürlich auch, ja, das passt doch, den Konflikt sollten wir gewinnen können. Wir nehmen mit dem Fremenlager einen Agenten, nehmen wir mal direkt den Mentaten, auf die interstellare Fracht und nutzen die beiden Frachtaktionen, um 2 Truppen zu bekommen, die wir in den Konflikt setzen. Nein, ist ja kein Kampffeld, die kommen in die Garnison. Und einen beliebigen Einfluss, den holen wir uns bei der Raumgilde. Also wir ziehen den Frachter hoch und kassieren dann mit der zweiten Aktion alle Boni, so rum. Also die 2 Truppen, den einen Einfluss und von mir aus auch die 2 Spice. So, die 2 Spice geben wir aber auch direkt aus, um wieder alles aufzufüllen. Ja, damit sind wir für den Konflikt mehr als gerüstet und wir haben noch genug Auswahl und Wasser auch, um das zu bezahlen für Kampffelder. Jawohl, mindestens mal die 2 Fremen oder die 3 Wüstenfelder hier. Das sollte in der nächsten Runde besetzbar sein. Gut, dann ist Rot dran mit Karthag, bekommt einen Trupp und setzt 2 Einheiten nach, ist damit also schon bei 8. Dann ist Grün dran, will Spice ernten, bekommt 4 Spice. In der Summe gibt den einen mit weg, dann kriegt er wieder einen 5er. Und kann 2 Einheiten nachsetzen, ist damit schon bei 6. Na, jetzt müssen wir ordentlich was tun. Wir werden Dune der Wüstenplanet. Nein, wir werden erstmal. Erstmal mit der Diplomatie zu den Destillanzügen gehen, holen uns noch ein Wasser. Wir könnten auch hierhin gehen, dann würden wir 2 Truppen bekommen, aber die haben wir nicht mehr im Vorrat. Dann lohnt sich das nicht, das Wasser dafür auszugeben. Aber wir können 2 Einheiten nachsetzen. Ist erstmal das hier. Sind wir mal bei 5 und bekommen hier noch einen Einfluss. Und dann wird jetzt Rot. Geheimnisse dort gleichziehen, bekommt eine Intrigenkarte. Grün geht auf die Tech-Verhandlung, kauft sich jetzt das teuerste Spice-Plättchen, was er sich leisten kann mit einem Rabatt. Er braucht nur 2 zu bezahlen für dieses hier. Das ist das Einzige, was sich Haus Hagal leisten kann. Zahlt 2 Spice. Das ist die Zündungsvorrichtung. Wenn du einen Konflikt gewinnst, indem du ein Schlachtschiff eingesetzt hast, darfst du ein Schlachtschiff in deinen Vorrat zurücklegen, um einen Siegpunkt zu halten. Das wird er tun. Steht in den Regeln.
Halt. Und hier haben wir noch die drei Spice, die er entsorgt, die er bezahlt, um das Plättchen zu entsorgen und einen Siegpunkt zu kassieren. Das war grün. Und wenn er den Konflikt gewinnen sollte, dann wird er auch da ein Schlachtschiff in den Vorrat zurücklegen, um noch einen Siegpunkt zu kassieren. Dann muss ich dafür sorgen, dass er den nicht gewinnt. So. Müssen wir hier nach aufdecken. Der Holzmann-Generator. Mhm. Der bringt jetzt, glaube ich, nicht mehr viel. So, ich habe jetzt nur noch grün und gelb, habe aber noch zwei Agenten. Jetzt kommen wir wahrscheinlich auch wieder in so eine Situation, wo mir grün nicht wirklich was bringt. Ja, doch, ich muss es spielen, bevor es jemand anders spielt. Ich spiele das Schlachtschiff. Und das heißt, ich kann mir ein Techplättchen kaufen. Und ich kaufe mir für 5 Techplättchen den Raumhafen. Denn das gibt mir erstens die Möglichkeit, 2 Karten nachzuziehen. Eine. Und dann kommt gleich die zweite dazu. 2. Und ich brauche Karten. Und zweitens, du darfst Karten, die du erwirbst, oben auf das Deck legen. Das heißt, ich brauche sie nicht in die Ablage legen. Das ist gut. Für die Zukunft, wobei die Zukunft vielleicht nicht mehr lange dauert. Was habe ich bekommen? Ich habe nochmal blau bekommen, das ist auch in Ordnung. Da kann ich nochmal auf den Siege Tabre gehen oder mir nochmal Karten nachziehen im Forschungszentrum. Das ist vielleicht auch ganz gut. Okay. Dann habe ich das Spice hoffentlich sinnvoll eingesetzt. Und jetzt ist rot dran. Interstellare Fracht will er machen, kann er nicht, weil besetzt. Einfluss genug hat er. Ja. Interstellare Fracht kann er immer noch nicht. Spice ernten kann er. Es gibt hier 3 für ihn. 4, 5. So. Dann haben wir das. Er kann aber auch nichts nachsetzen. Grün ist dran, will auch Spice ernten, kann er tatsächlich auch. Es gibt 2 für ihn. 1 und 2. Jetzt bin ich dran. Ich liege im Konflikt noch hinten. Ich mache das mal. Ich setze blau ein. Gehe ins Forschungszentrum. Ziehe 2 Truppen nach. 1, 2, 3, 4 und kann jetzt 3 Karten ziehen. 1, 2, 3, 4. Gibt wieder ordentliche Überzeugung, aber wir schauen mal, ob mir das für den Nacht. Und ich habe zwar hier die 2 Schwerter. Aber ich muss mich jetzt noch ein bisschen absichern, weil den Konflikt muss ich unbedingt gewinnen für die 2 Siegpunkte. Ich will das Spiel auch zu Ende bringen. Das heißt, ich setze beliebig viele Truppen aus der Garnison ein. Und jetzt schaue ich mal, dass ich auf Vorsprung komme. Dadurch, dass ich jetzt 4 Agenten hatte mit den Mentaten, bin ich jetzt als Letzter dran, kann das auch relativ gut kontrollieren. Die ziehen jetzt also maximal noch 6 Schwerter. Das heißt, 8 und 6 sind 14. Ich brauche also noch mindestens 5 Punkte. Das heißt, ich ziehe noch 3 Truppen nach. Geben wir ihm noch einen vierten. So, 4 mal 2 sind 8. Das heißt, wir gehen auf 17. So,
Nee, wir ziehen nur 3 nach. Noch 15. Wir haben ja noch die Schwerter. Die kann man auch nur fast nachsetzen. Und wir haben ja noch einen Aufdeckzug. So, das war jetzt mein letzter Zug. Und damit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Jawohl, passt. Und damit ist Rot dran. Hat nichts mehr. Grün dran, hat nichts mehr. Ich mache meinen Aufdeckzug. Jetzt müssen wir uns das hier mal in Ruhe anschauen, was wir haben. Das ist eine Menge. Ich weiß gar nicht, ob ihr das alles sehen könnt. Ich habe, das Beiß muss fließen, gibt mir 1 Beiß in meinem Aufdeckzug. Ist ansonsten für den Konflikt nicht hilfreich. Es geben mir 1, 2, 3 Karten, noch jeweils ein Schwert. Das sind 3 plus jeweils nochmal eine, sind also nochmal 3 sind 6, sind 21 Schwerter. Da ich mit den Fremen eine zweite Fremenkarte im Spiel habe, habe ich den Fremenbund und kriege hier noch einen Einfluss. Und jetzt habe ich noch Überzeugung. Das sind die 2 da oben. Die eine hier sind 3, 5, 6, 7 und die 4 sind 11. Das heißt, ich werde mir nochmal für 9 Spice muss fließen kaufen. Kann die direkt auf mein Deck legen, will ich aber gar nicht. Aber ich kriege hier den Siegpunkt. Und jetzt habe ich immer noch 2 offen und für 2, nein, möchte ich nicht haben, möchte ich auch nicht haben, nein, die lasse ich verfallen. Und damit bin ich mit meinem Aufdeckzug durch und jetzt beginnt mit dem Startspieler noch, die 2 Schwerter spare ich mir auf. Dann beginnt Rot mit 1, 2, 4 Schwertern. 1, 2, 3, 4. Grün bekommt nochmal ein Schwert. Damit ist der Konflikt für mich entschieden und wir leiten wahrscheinlich das Spielende ein, so wie es aussieht. Na doch, nicht nur wahrscheinlich, wir leiten es ein. Wir gucken uns das an. Ich bekomme die Kontrolle über das imperiale Becken. Ich bekomme 2 Siegpunkte. Und dann bekommt der zweite, das ist Rot, nochmal 5 Spice, gibt aber 2 ab, um noch einen Siegpunkt zu bekommen. Lassen wir es mal liegen. Die kommen jetzt normalerweise alle zurück, aber wir schauen nochmal. Wir haben jetzt am Ende der Runde. Wir müssen hier nochmal rotieren. Die oberste wird gewechselt. Wir haben jetzt am Ende der Runde, ich gucke gerne nochmal genau rein. Konflikt ist ausgewertet. Die Sandwürmer kämen noch, die kommen aber gar nicht, weil alle 3 Felder belegt sind. Jetzt kommt der Rückruf. Aber es startet das Finale, wenn einer von uns, nämlich ich, 10 oder mehr Siegpunkte auf der Leiste hat. Und der Konfliktstapel ist noch nicht leer. Da ist noch ein Konflikt 3 übrig geblieben. Aber wir sind bei 10 oder mehr. Und damit ist jetzt, na, was wollte ich denn nachgucken? Da wollte ich jetzt nochmal nachgucken. Zuerst kann jeder alle Finalintrigenkarten ausspielen, die er hat. Genau. Und bei Gleichstand gilt Spice, Solaris, Wasser und dann Truppen in der Garnison. Na gut, wir schauen. Finale. Er gewinnt Gleichstände. Das müssen wir uns mal im Auge behalten. Windfall ist keine finale Karte. Hier hat er jetzt keinen Konflikt mehr gewonnen, dass er das hätte machen können. Hier habe ich auch keine finale Karte, hier habe ich aber noch eine. 2 Schlachtschiffe habe ich im Einsatz. 1 oder mehr, das Spice muss fließen Karten habe ich.
je vier oder mehr Einfluss auf zwei Leisten. Habe ich. Und ein Sitz im Hohen Rat. Habe ich alle vier erfüllt. Das heißt, ich bekomme noch zwei Punkte. Bin ich sogar bei 13. In diesem Falle sorgt diese Karte also nicht für die Spielentscheidung. Habe ich aber auch schon mal erlebt, dass sie das getan hat, dass es also so einen Swing-Over gab mit so einer Finalkarte mit zwei Punkten. Okay. Damit haben wir das Spiel diesmal gewonnen mit der Tessia Vernius. Ich hoffe, ich habe keine großen Regelfehler begangen. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen beim Zugucken. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn noch nicht geschehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.